Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die Epoche des Pointillismus an und dabei gehen wir zunächst auf die Merkmale des Pointillismus an und gucken uns dann was an, was die Farblehre bzw. auch die Bedeutung der Optik überhaupt über diese Epoche sagt. Dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor der kleine Hinweis: Wir haben ein Buch zu allen Epochen, die ihr für die Kunst, insbesondere natürlich fürs Abitur, braucht, einmal geschrieben. Falls euch das interessiert, ist das der erste Link in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung in eigener Sache könnt ihr jetzt gerne auschecken. Die Bücher auf Amazon. Viel Spaß dabei. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Gucken wir uns zuerst die Merkmale des Pointillismus an. Dabei ist es so, dass der Pointillismus nach dem Impressionismus seinen fortwährenden Gang findet. Das heißt, diese Epoche ist nach dem Impressionismus einzuordnen. Und unter dem Deckmantel des Postimpressionismus wird unter anderem auch der Pointillismus gefasst. Das heißt, insbesondere durch die fortwährenden Einflüsse des Impressionismus gab es verschiedene Strömungen. Unter anderem wird auch der Fauvismus darunter gefasst. Und der Pointillismus sicherlich eine der wichtigsten Epochen, die hier vorzufinden sind. Und das ist insbesondere so, weil eine große Revolution mit diesem Pointillismus stattgefunden hat. Denn durch den Pointillismus gab es erstmals revolutionäre Punkte und eine meist wissenschaftliche Farbwahl. Dafür war insbesondere die Farblehre oder auch die Optik sehr relevant. Und interessant ist das deshalb, weil zuvor im Impressionismus, ja, man diese Momentaufnahmen hatte. Man hat sich praktisch leiten lassen von den Wahrnehmungen und wollte auch, dass der Betrachter diesen Moment dann entsprechend wieder wahrnehmen kann. Interessant ist das natürlich, dass das praktisch dazu geführt hat, dass der Pointillismus eine ganz andere Herangehensweise gewählt hat. Und so haben wir hier dann die revolutionären Punkte. Das heißt, man hat versucht, wesentlich wissenschaftlicher vorzugehen. Die Künstler und Künstlerinnen haben auch dementsprechend versucht, das Ganze viel strukturierter anzugehen, sich strukturiertere Gedanken über diese entsprechenden Kunstwerke zu machen und dementsprechend auch weit im Voraus überhaupt überlegt, wie bestimmte Ordnungen, wie bestimmte Punktsetzungen sozusagen zustande kommen, wie die Farbwahl ist, also das weit weg von diesem typischen impressionistischen Gedanken der Momentaufnahmen. Dementsprechend haben wir hier auch mal aufgeschrieben, die Ordnung und die Regeln ersetzen zuvorige Momentaufnahmen. Zuvor waren, wie gesagt, Momentaufnahmen ein zentraler Bestandteil des Impressionismus, des künstlerischen Leitbilds, das heißt, dass man versucht hat, impressionistisch vorzugehen. Und nun war es dann tatsächlich so, dass Ordnung und Regeln viel wichtiger wurden. Das heißt, dass man viel wissenschaftlicher herangegangen ist. Und das werden wir später auch in den Künstlern sehen, welche Berufe sie zuvor ausgeübt haben, beziehungsweise welchen Einfluss sie so durch ihr Leben hatten. Dabei ist es so, dass der Pointillismus daraus besteht, dass nebeneinander gesetzte Farbpunkte flach wirken und die Distanz des Betrachters erst die Wahrnehmung ändert. Das heißt, wenn man vor ein pointillistisches Gemälde sich stellt, dann wird man feststellen, dass man, wenn man ganz nah davor steht, eigentlich nur einzelne Punkte sehen kann. Man kann grobe Farben wahrnehmen, aber im Grunde sieht man diese einzelnen Punkte. Und je weiter man weggeht, bis man eine gewisse Distanz, häufig mehrere Meter erreicht hat, dann ändert sich diese Wahrnehmung. Denn zunehmend zeigt sich, dass diese nebeneinander gesetzten Farbpunkte ein tatsächliches Bild, ein Gemälde ergeben. Das heißt, diese Farben verschmelzen praktisch und diese zunächst flach wirkenden Farbpunkte, das führt dann dazu, dass man praktisch erst nach einer kurzen Zeit, also nachdem man die Distanz vergrößert hat, dann eine entsprechende Wahrnehmung des Gemäldes hat. Das führt natürlich dazu, dass man von unterschiedlichen Betrachtungswinkeln auch unterschiedliche Wahrnehmungen gegenüber dieses pointillistischen Gemäldes hat. Dabei ist das Gemälde primär aus dem Farbwerte komponierten Objekt. Das heißt, hier haben wir einen kleinen Rechtschreibfehler, bitte entschuldigt das. Ein Gemälde ist primär aus Farbwerten komponiertes Objekt. Und was kann man daraus ableiten? Naja, die wissenschaftliche Herangehensweise des Pointillismus setzt auch im Grunde dieses Zitat um. Denn hier geht es tatsächlich darum, dass man davon ausgeht, dass Gemälde nicht letztendlich eine Momentaufnahme sind, eine Wiedergabe, wie der Künstler sich in den entsprechenden Momenten gefühlt hat, so wie das größtenteils im Impressionismus aufgefasst wurde. Nein, jetzt ist es so, dass die Gemälde ganz andere Stellenwert innerhalb dieser verschiedenen Regeln, Ordnungen hat und so ist es, dass die Farbwerte dann entsprechend wesentlich relevanter werden und dass entsprechende Farbwerte dann auch für das Objekt
dann eine tragende Rolle haben. Das heißt, die wissenschaftliche Farbwahl zeigt sich auch in diesem Zitat. Das heißt, Gemälde werden primär daraus zusammengesetzt, wie Farben wirken, wie Punkte wirken, wie Ordnung und Regeln vorhanden sind. Und daraus entstehen dann Objekte und dementsprechend hier eine ganz andere künstlerische Betrachtung. Das ein wesentliches Merkmal des Pointillismus. Kommen wir dann zu der Farblehre und der Bedeutung der Optik. Wir haben gerade schon gesehen, dass die Farbwahl wesentlich wissenschaftlicher vorangetrieben wurde im Pointillismus. Und das Ganze geht zurück auf den Chemiker Chevreul. Die Aussprache unterscheidet sich hier sehr stark. Bitte entschuldigt, wenn wir das nicht optimal aussprechen. Also Chevreul werden wir jetzt im Folgenden sagen. Ganz wichtig ist dementsprechend, dass wir hier auch einen Chemiker haben. Das heißt, hier sehen wir schon diese wissenschaftliche Herangehensweise der Künstler des Pointillismus. Und auch die Kunsttheoretiker Charles Blanc sowie David Sutter sind natürlich sehr wissenschaftlich getrieben. Hier werden wesentlich theoretische Aspekte eingebracht in die Farblehre. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zum Impressionismus, der maßgeblich dadurch getrieben war, dass man praktisch vorgegangen ist, dass man bestimmte Sachen wahrgenommen hat und diese direkt zu Papier sozusagen gebracht hat. Und das natürlich ein wesentliches Kennzeichen des Impressionismus. Teils ist es aber auch auf den Arzt Nicholas Rhodes zurückzuführen, der natürlich dementsprechend auch einen wissenschaftlichen Ansatz hatte, der ein wissenschaftliches Wissen hatte und entsprechend auch diese Bedeutung der Optik enorm vorantreiben konnte. Das heißt, man hat sehr viele wissenschaftliche Forschungen angestellt, die insbesondere dann auch über die Optiklehre das Ganze wesentlich vorangetrieben hat, und die Erkenntnisse waren dabei die geordneten Spektralfarben sowie eine optische Farbmischung, die möglich war, sowie auch die psychologische Wirkung verschiedener Kontraste. Das heißt, man machte sich innerhalb dieser Farblehre oder in der Bedeutung der Optik klar, dass die Wahrnehmung, die ein Betrachter letztendlich von einem Kunstwerk hat, maßgeblich auf der Optik basiert. Und dass man diese Optik sich natürlich auch zu Nutzen machen konnte, ist eine wesentliche Erkenntnis, die dann auch darauf zurückzuführen ist, wie entsprechende Farben genutzt wurden, insbesondere durch die Wahrnehmung, die psychologische Wirkung sowie auch verschiedene Kontraste, Spektralfarben, die dann erstmalig geordnet werden konnten. All das sind Möglichkeiten, die sich die Pointillisten zunutze gemacht haben, um entsprechend ihre Werke zu gestalten, um diesen wissenschaftlichen Charakter beizubehalten und überhaupt die Möglichkeit zu haben, entsprechend diese Werke wissenschaftlich zu gestalten, haben sie natürlich enorm viel kunsttheoretisches, aber auch physikalisches Wissen eingebracht. Das heißt, wir sehen, der Pointillismus letztendlich eine sehr grundlegende theoriebasierte Kunst, die hier stattfindet. Und so ist zum Beispiel auch zu erklären, dass man diese einzelnen Punkte dann erst aus einer gewissen Betrachtungsweise, also einer gewissen Distanz zu diesem Bild, dann überhaupt erst wahrnehmen kann. Das heißt, auch hier ist diese psychologische Wirkung enorm wichtig, und die psychologische Wirkung verschiedener Kontraste soll dementsprechend auch von großer Relevanz sein. Dabei waren die Künstler Georges Seurat, Paul Signac oder auch Henri Edmond Cross. Also da haben wir verschiedene Künstler, die auch eine enorme Wirkung auf diese Kunst hatten, auf die Bedeutung der Epoche des Pointillismus. Also hier verschiedene Künstler einmal zu nennen. Paul Signac ist sicherlich einer der bekanntesten hier in diesem Fall. Dabei ist aber ganz wichtig, dass all diese letztendlich auf diese Farblehre von Chevreul zurückzuführen sind und diese dann maßgeblich darauf basierte, welche Erkenntnisse man gemacht hatte. Und damit soll es auch gewesen sein rund um dieses Video der Epoche des Pointillismus. Zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, dass der Pointillismus sich nach dem Impressionismus einordnet, verschiedene revolutionäre Punkte nutzt und meistens eine wissenschaftliche Farbwahl. Das heißt, diese Farblehre, die auf den Chemiker Chevreul zurückzuführen ist, ist maßgeblich dadurch geprägt, dass man wesentlich wissenschaftlicher an diese Kunst, an die künstlerische Gestaltung herangeht und die Erkenntnisse der geordneten Spektralfarben oder auch die optische Farbmischung und die psychologische Wirkung verschiedener Kontraste führte dazu, dass man mehr Ordnung und Regeln schaffte. Diese ersetzten dann die zuvorigen Momentaufnahmen. Man war wesentlich wissenschaftlich getriebener. Dabei ist es so, dass nebeneinander gesetzte Farbpunkte erst flach wirken und mit der Distanz des Betrachters sich die Wahrnehmung dann ändert und letztendlich zu einem zusammengehörigen Bild führt. Ein zentrales Zitat, mit dem wir jetzt auch schließen möchten, ist: Das Gemälde ist primär aus Farbwerten komponiertes
Objekt. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr in der Videobeschreibung einmal unser Buch zu dem Thema auscheckt. Das heißt, da ist nicht nur die Epoche des Pointillismus, sondern alle wichtigen Epochen, die ihr für euren Kunstunterricht braucht, für das Kunstabitur braucht, sicherlich auch für eine mündliche Prüfung, einmal verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch gerade vorbereitet oder euch jetzt mit der Vorbereitung loslegen wollt, dann gibt es als Taschenbuch und als E-Book, falls es euch interessiert. Erster Link in der Videobeschreibung. Dabei viel Spaß und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.